wenn man dem Tod ins Auge sieht, zieht das ganze Leben nochmal an einem vorbei. Wie konnte es eigentlich nur so weit kommen, dass ich hier sitze und ein ProSieben-Blödel-Moderator und ein Huhn über mein Schicksal entscheiden? Axel Stein ist einer der kleinsten Schauspieler unseres Landes. Ja, und ich habe mir überlegt, ich schicke ihn in das kleinste Land, in das jemals jemand fürs Duell um die Welt gereist ist. Liechtenstein ist so klein, das passt in einen einzigen Drohnenschuss. Da lasse ich Axel Stein dann die kleinste Aufgabe ever machen. Wir waren in Liechtenstein und haben angehalten auf einem Feld. Und da war einfach nichts. Da war gar nichts. Machen wir Pause oder sind wir da? Der Witz ist, dass alles in dem Beitrag sehr klein sein wird. So klein wie Axel Stein. Was mache ich hier? Was ist denn meine Aufgabe? Da hat Klaas sich was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar einen Brief in Miniaturform. Noch ein bisschen kleiner ging aber nicht, ne? Oder? Danke. Leute, meint ihr das ernst? Alles ist natürlich viel witziger, wenn es klein ist. Das ist kein Bestätigen. Das ist, kannst du das lesen? Guck mal bitte. Und ich habe Gott sei Dank dann so eine Lupe gekriegt, dass ich das dann zumindest entziffern konnte. Ach du liebe Güte. Okay. Hallo Axel. Willkommen in Liechtenstein. Einem der kleinsten Länder der Welt. Auf dich wartet die kleinste Aufgabe der Welt. Damit du hier auch ein bisschen mobil bist, habe ich dir ein Auto besorgt. Fahre erst mal zu folgender Adresse. Vor Ort erfährst du mehr. Dein Klaas. In dem Brief stand, dass Klaas mir ein Auto besorgt hat. Und dann drehe ich mich so um und dann kommt dann dieser Transporter auf mich zu. Was ist das denn? Und dann gucke ich, und dann ist dann wirklich das kleinste Auto, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ist das aus dem Ü-Ei oder was? Wow! Ja, also passend zur Geschichte, wir sind ja in Liechtenstein, einem der kleinsten Länder der Welt, und ich bekomme das kleinste Auto der Welt. Leute, wie soll ich denn da reinkommen, ey? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie komme ich da rein? Oder muss ich mich da draufsetzen? Also ich habe natürlich jetzt nicht alles ganz, ganz klein gemacht, denn eine Sache, die ist sehr, sehr groß. Ja, jetzt sitze ich auf diesem Stuhl hier, damit ich möglichst klein aussehe. Weil das nämlich witzig ist. Das ist sehr, sehr witzig. Ich fahre jetzt, okay? Ja. Ja, dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen in dieses Auto geschält. Scheiße. Und wollte halt zu dieser Adresse fahren. Stopp, ganz kurz, Axel, bevor es losgeht. Wir haben so ein kleines Problem, dass unser Auto ist zu voll. Frank muss immer seine Waden ausstrecken, weil sonst kriegt er heiße Waden. Und deswegen ist die Tasche, die weh hat bei seinen Füßen. Kannst du die vielleicht noch kurz? Ja, ja. Und da war ich natürlich total kooperativ, ne? Und dachte mir, klar, hey, wenn hier ein Teammitglied heiße Waden kriegt, dann muss ich natürlich einschreiten. Wenn noch die jetzt noch mitkommt, dann hätten wir auf jeden Fall genug Platz. Ich würde die einmal nur kurz oder so. Ja. Ich hatte ja noch genug Platz. Ich konnte ja noch atmen. Okay, ne? Wir treffen Bis uns gleich, da. Ja, ne? Ja, ciao. Ja, ich mache mich so auf den Weg. Hat zwar ein bisschen länger gedauert. Gerade bei Steigungen und so, da musste ich dann auch teilweise mal mit anpacken und selber schieben. Aber bergunter, hey Leute, gar kein Problem. Ja, das Team und ich, wir hatten uns dann verabredet zwischendurch, dass wir uns dann irgendwie nochmal in diesem Restaurant dann treffen. Prost. Ja. Prost. Und jetzt ratet mal, wie mein Essen ausfiel. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja. Euch auch. Ja, und dann kam ich dann bei dieser Adresse an und ich sollte zu irgendeinem Café kommen. Und der Kollege hinter der Bar, den habe ich dann mal angesprochen, ob ich richtig bin. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin.
Der Klaas schickt mich von Duell um die Welt. Einfach die letzte Tür hinten links und dann noch Schutzbrille und Gehörschutz anziehen. Und da wurde ich erstmal skeptisch, weil ich überhaupt nicht wusste, wie jetzt? Schutzbrille und Gehörschutz, warum? Sie warten schon hinten auf dich. Einfach mal hinten gehen, du wirst dann sehen. Ah, okay. Irgendwie passte das nicht so zu der Vorstellung, die ich von einem Café habe. Und dann kam ich halt in diesen skurrilen Vorraum. Ich setze mir meinen Gehörschutz auf. Und dann gehe ich so durch diese Tür. Und dann gucke ich so nach links und nach rechts. Und dann habe ich relativ schnell erkannt, es ist ein Schießstand. Und in dem Moment, da ballert so ein Typ einfach mit so einem riesigen Gewehr um sich. Was zum Teufel? Was soll das? Alter! Ey! Und ich hatte dann den Kollegen gefragt, der geschossen hat, was ich jetzt machen muss. Der gab mir aber gar keine Antwort. Der drückte nur auf so einen Knopf. Und dann startete die Videobotschaft von Klaas. Hallo Axel, ich hoffe, du bist gut in Liechtenstein angekommen. Jetzt fragst du dich bestimmt, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, um den Länderpunkt zu kriegen? Das ist eine berechtigte Frage. Du bist da auf einem Schießstand. Was hat das mit deiner Aufgabe zu tun? Es ist eigentlich ganz einfach. Du musst dich von einer scharfen Waffe anschießen lassen. Was? Aber keine Sorge, also nur ein Streifschuss. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Alles Gute, viel Spaß dabei. Ich freue mich aufs Ergebnis. Dein alter Klausi Bert. Ja, dir verarscht mich doch. Guck mal, wie meine Brille beschlägt. Also, mich anschießen lassen? Leute, jetzt mach keinen Scheiß. Ich schieß mich doch oder lass mich doch nicht anschießen von einer scharfen Waffe. Er hat ja gesagt, Streifschuss. Das ist, ne, das kann nicht die Aufgabe sein. Ja, das ist nicht anschießen, oder was? Ja, das geht ja gefühlt eher vorbei, quasi als. Nee, gefühlt ist ein Streifschuss schon eher berühren als nicht berühren, finde ich. Das kennt man doch aus jedem Film, ein Streifschuss, den man so abkriegt, weil man irgendwas regeln muss. Ja, ich verstehe, was du sagen möchtest, aber ich habe das Gefühl, in so einem Film, ne? Ja. Da werden die jetzt nicht wirklich angeschossen. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich könnte dir jetzt einfach die Waffe mal zeigen. Ne? Vielleicht ist es ja auch halb so wild. Ja, und dann kam dieser Riesenkoffer. Was ist das? Und da war dann diese kleine Pistole drin. Das ist die Waffe? Ja, das ist die Waffe. Oder ist da noch was darunter? Das ist die Swiss Minigun. Ist die kleinste Waffe der Welt. Deswegen auch die kleinste Aufgabe der Welt, ja? Okay, verstehe. Und ich dachte mir, das ist jetzt so eine kleine Spielzeugpistole, ne? Die man so als Schlüsselanhänger trägt. Das ist aber nicht so. Das ist eine scharfe Waffe. Man braucht einen Waffenschein für die. Das ist eine scharfe Waffe. Ich höre das da hinten gegenknallen. Die hat wirklich bis ins Ziel getroffen. Also die Schießbahn, die ist ja 25, 30 Meter lang. Aber das ist ja schon auch gefährlich. Also die kann einen verletzen. Ah ja, aber wenn man eine gewisse Entfernung einhält, laut Hersteller, macht das wohl gehen. Was hinterlässt sie denn so für Spuren? Also das beantworte ich dir nicht. Was sollen deine Kollegen? Genau, da bin ich, deswegen bin ich hier, da bin ich quasi der erste Ansprechpartner. Oh, das ist ja hervorragend. Was ist denn jetzt da los? Ja, das ist jetzt die Stelle, wo das ein bisschen kompliziert wird. Wer schießt denn überhaupt? Das ist noch eine andere Geschichte, da haben wir rechtlich Sachen. Also ich muss jetzt einmal noch mal rechtlich sagen, dass der Betreiber dieses Schießstandes und das Land Liechtenstein sich distanziert von dem, was wir machen. Die wollen damit nichts zu tun haben. Müssen das oh, das beruhigt mich aber jetzt. Das ist also nicht erlaubt, dass man da einfach jemanden so absichtlich anschießt mit einer Waffe. Das ist natürlich, das ist ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nicht einfach geht. Ja, aber ich habe ja einen Plan gemacht dafür. Sag mir, wie ist der Plan? Wo, wenn ich mich dazu entscheide, wenn, wo machen wir das? Genau, da müssen wir ein anderes Land fahren. In welches Land? Das dürfen wir nicht, das soll unter Verschluss bleiben. Ja, man hat mich dann darauf hingewiesen, dass wir Liechtenstein verlassen werden, in ein anderes Land, was wir aber nicht benennen dürfen, damit man Klaas in dem Fall nicht belangen kann. Okay, und warum nur ist es da rechtlich? Nee, da weiß einfach keiner was davon. Wo ist es denn legal, sich anschießen zu lassen? Bei Lichtenberg. Hä? Das ist nicht. Ja, ich habe mir überlegt, ich mach das Spiel jetzt erstmal mit. Ich guck mir das erstmal alles an, was wirklich auf mich zukommt. Am nächsten Morgen ging's dann los. Ich laufe über dieses Gelände und dann sehe ich erstmal einen Krankenwagen. Sind die wegen uns da oder wegen mir? Ich glaube schon, es hat alles gut vorbereitet. Ja, ich gehe dann so die Treppen hoch und öffne die Tür und komme in diese Lagerhalle.
Genau, hier wird das Ganze dann quasi stattfinden. Und ich gucke so nach links und da sind dann Sanitäter mit Blutkonserven. AB negativ. AB negativ, ja, genau. AB negativ, oder? Ja. Und ich mir dachte, Leute, ey, was ist da los? Okay, also wo würde ich denn angeschossen werden? Also, und dann wurde das alles noch so ein bisschen skurriler. Weil das wäre hier der Ort, wo der Schuss quasi stattfinden würde. Also in dieser riesigen Halle war in der Mitte ein langer Tisch mit so einem komischen Kasten und so einem Stuhl. Und ich konnte das überhaupt gar nicht einordnen, was jetzt da genau wie passieren soll. Ja, okay, aber das heißt, ich müsste mich da hinsetzen und dann, wer schießt? Genau, hier fangen halt die rechtlichen Probleme an. Man darf jetzt natürlich, egal wo auf der Welt, eigentlich jetzt niemanden mit der Waffe anschießen. Ah, okay. Jetzt muss ich mir also überlegen, wie kriegt man es denn hin, dass weder ich noch irgendwer vom Team jetzt rechtlich dafür belangt werden kann, dass diese Waffe schon ausgelöst wird. Aha. Hier ist eine Apparatur, die verbunden ist mit dieser kleinsten Waffe der Welt. Und ein Huhn wird hier auf diesen... Ein Huhn? Ja. Ein Tier, ein Huhn? Ja, genau, ich glaube, die sind hier auch schon. Weil klar, es kann weniger verklagt werden, wenn ein Tier dich anschießt. Das heißt, dass das Tier quasi den Auslöser drückt? Das ist genau damit das, ich niemanden habe, den ich verklagen kann quasi? Genau, das Huhn wird hier draufgesetzt, pickt Körner, ist darauf trainiert, diese gelbe Plakette runterzudrücken. Und die wiederum, wenn du es siehst, man muss sagen, ist natürlich schon eine große Ingenieurskunst. Muss man natürlich auch mal. Ja, das muss man hier mal an der Stelle wirklich loben. Das applaudieren. Mhm. Löst wiederum die Waffe aus. Und dann wird ziemlich genau eigentlich ein Streifschuss, also fast. Fast an Sicherheitsgrenzen und Wahrscheinlichkeit ein Streifschuss kommen aus der Waffe. Da ist natürlich das Problem, hat Lars natürlich auch gefragt, das Huhn, wer setzt das Huhn darauf? Der könnte ja auch da angeklagt werden, ne? Dass er indirekt die Waffe auslöst. Mhm. Deswegen haben wir einen Mitarbeiter, der sich unzurechnungsfähig trinkt. Der ist gerade draußen. Das würde ich ja auch. Der betrinkt sich. Der betrinkt sich, weil. Damit der nicht mehr zurechnungsfähig ist. Oder was? Genau, man kann weniger verklagt werden, wenn man sturzbetrunken ist. Aber wie wird dieser anonyme Mitarbeiter XY motiviert zu handeln? Er muss angegriffen werden. Denn dann reagiert er in Notwehr. Hört sich das für dich gesund oder eher krank an? Sag mal ganz ehrlich. Es geht. Ich habe 5 Semester Jura studiert. Für mich macht das alles einigermaßen Sinn, ungefähr. Mhm. Dann hatten wir noch einen Waffenexperten vor Ort, der mir dann das ganze Prozedere erklärt hat. Und natürlich auch, wohin geschossen wird. Bei der ganzen Geschichte werden Sie sich hier sitzend auf dem Stuhl befinden. Wir haben hier bereits eine Konstruktion vorbereitet. Da werden Sie Ihren Arm einfach oben drauf legen. Das einzige Ding ist, dass man damit halt nicht so super richtig präzise zielen kann. Was? Diese kleine Waffe, ey, so klein die ist, die streut, verdammt nochmal. Streut. Wir haben circa einen Streukreis von 3 auf 3 Zentimeter. Aber 3 Zentimeter ist ja kein Streifschuss mehr, ne? Es war ja ein Streifschuss vereinbart, soweit ich weiß. Ne? Also ich habe vorher extra noch mal mit dem Herr Häufer Umlauf telefoniert. Er hat mir gesagt, 3 auf 3 bis 4 auf 4 Zentimeter sei vollkommen in Ordnung. Ja, ja, klar. Ich finde über solche Sachen, ne, ich muss nicht wissen, was du mit meinen Kandidaten machst, aber da müssen wir vorher drüber reden. Das fällt auch auf mich zurück, wenn das Ding jetzt in die Hose geht. Wir haben jetzt vorne das Medium aufgebaut, mit dem wir dann jetzt gleich den Schuss simulieren werden. Dann gab's einen Probeschuss. Der Waffenexperte hat halt so ein Stück Fleisch fixiert, wo ich dann später meinen Arm hinlegen sollte. Es wird auch vom Huhn ausgelöst, einfach damit man sieht, dass das komplette Gerät hier auch wirklich funktioniert. Ich bin jetzt wirklich am meisten gespannt, ob all das, was du dir da so ausgedacht hast, ob das überhaupt funktioniert. Ich erst. Dann wurde das Huhn auf den Tisch gestellt. Schön aufregend, dass man die ganze Zeit so warten muss, ne, bis das Huhn auslöst. Das ist schon so ein bisschen. Das Huhn hat diesen Auslöser gepickt und es hat wirklich funktioniert. Darf ich mal gucken, ob es jetzt in. Wir schauen jetzt gleich vorne her. Es stellte sich heraus, dass diese kleine Waffe tatsächlich richtige
Fleischwunden verursacht. Das ist das Projektil, nur das. Ja. Also wenn man jetzt mal hier reinschaut, so würde der Wundkanal aussehen. Boah, Leute, ey, sag mal, seid ihr noch ganz knusprig, oder was? Das ist voll ins Fleisch rein. Ja, ist ja kein Streifschuss, ne? Also, wir würden ja probieren zumindest, dass es vorbeigeht. Genau, probieren. Klasse, ich will jetzt hier nicht der Spielverderber sein, ne? Ja. Aber wenn diese Waffe so doll streut, wie du es gerade eben gesagt hast, ja, und die jetzt gleich nicht da trifft, wo die Berechnungen sagen, wo er getroffen wird, dann haben wir ein Problem. Ja. Dann hat er eine Kugel im Arm. Tja, das ist schon ziemlich beeindruckend, ne? Wenn man da sieht, so eine Pistole, die eigentlich so aus dem Yps-Heft sein könnte. Deshalb ist es halt auch eine richtige Waffe und kein Spielzeug. Trotzdem habe ich es unterschätzt. Ich dachte wirklich, ja. Also ich weihe jetzt nicht in das Publikum mal ein, also die Kugel, die hätte natürlich gar nicht in diesem Fleisch drin stecken dürfen. Hätte abprallen müssen, hat die aber nicht. Alter. Wir hatten natürlich Tests vorher, auch mit einem Waffenexperten. Und da war es so, dass die Kugel, die aus dieser kleinen Mini-Kanone da rausschießt, an dem Fleisch abgeprallt ist. Jetzt haben diese Typen, diese Heinis da, eine andere Munition mitgeliefert. Also wir hatten diesen ganzen Dreh da vorbereitet. Dann kriege ich aber, während das alles so läuft, einen Anruf von meinem Redakteur Basti, der dann sagt, also diese Kugel, die ist viel gefährlicher, als wir dachten. Die verhält sich gar nicht so wie in den Tests. Und dann sagt er zu mir, wir können das auf keinen Fall machen, Klaus. So, und dann habe ich mir so überlegt, ja gut, das machst du. Also Axel Stein kann nichts dafür, also brechen wir jetzt alles ab. Er kriegt einen Punkt, alles fertig. Und dann kam mir noch ein letzter Geistesblitz. Es wäre doch eigentlich noch viel besser, wenn er die Aufgabe abbricht. Weil dann kriegt er weder du noch er einen Punkt. Und würdest du das machen an meiner Stelle? Also habe ich einfach weiterlaufen lassen. Ja, und ich habe die Mitarbeiter dann angewiesen, dem Axel ganz viel Angst zu machen. Das Projektil ist so klein, dass es anfängt, im Körper zu wandern. Heißt nicht, dass man es gleich wieder rausbekommt. Dass der auf jeden Fall abbricht. Der letzte wirklich, ey. Und was ist, könnte sich das auch entzünden dann irgendwie, wenn das dann? Klar, natürlich. Das Schwarzpulver sind ja Reste dran. Ganz normal, Blutvergiftung. Tetanusimpfung ist vielleicht vorhanden, aber das kann trotzdem schnell gehen. Ich dachte mir, Leute, ey, was erzählt ihr mir hier? Ja, also, würdest du es jetzt machen oder nicht? Oder? Tja, gute Frage, ob ich das jetzt machen würde. Es tut mir wahnsinnig leid, Klaas, aber das ist nicht regelkonform. Liebe Zuschauer, nur unter uns jetzt mal. Das Duell um die Welt hat genau eine Regel. Man muss die Aufgabe machen und dann kriegt man einen Punkt. Wenn man sie nicht macht, kriegt man keinen Punkt. Ich würde sagen, ich lasse es mal ganz kurz sacken. Ne? Und ich würde sagen, ich hole mir jetzt erstmal eine Cola oder so. Oder bitte kein Alkohol. Nein. Nee, Alkohol wirkt blutverdünnend und wenn es dann doch reingehen soll, blutet es schneller aus. Ja, danke. Der glaubt jetzt wirklich, dass er von einer scharfen Waffe getroffen wird und wenn er Pech hat, landet die Kugel in seinem Arm. Ja, wenn er schlau ist, bricht er ab, würde ich sagen. Niemals, niemals wird er wissen. Das ist doch echt unfassbar. Ich glaube das nicht. Ich dachte mir, okay, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich blase jetzt alles ab und fahre nach Hause. Oder ich schalte jetzt den Kopf aus und ziehe das durch. Ich habe in meinem Gutachten geschrieben, ich sage nein, die Entscheidung liegt an mir. Und ich habe mich für Variante 2 entschieden. Bam. Ey, Klaas. Komm, nicht lang plappern, lass es machen. Los geht's. Mir konnte niemand ahnen. Ich habe das so unseriös alles gemacht. Krieg ich noch eine schusssichere Weste oder sowas? Und ich setz mich hin und werd irgendwie ganz komisch angeguckt von dem ganzen Team. So, den Arm drauf oder was? Weil ich glaube, dass die da gar nicht mit gerechnet haben, dass wir das jetzt wirklich durchziehen. Es wäre doch auch einfach jetzt richtig gewesen zu sagen, okay, Leute, wisst ihr was, wir brechen hier ab. Na gut. Aber es ist ja noch nicht die... Es ist noch nicht vorbei. Ja, und dann ging's los. Dann habe ich eine schusssichere Weste anbekommen, einen Helm auf. Und im besten Fall nicht mehr bewegen, richtig? Nicht mehr bewegen. Das kann natürlich auch sein, dass er praktisch hier auf harten Hund macht und kurz vorher noch wegzieht. Also Axel, ich weiß, du hast vielleicht ein bisschen zu viel Courage gerade, aber du kannst jetzt noch, ne? Du kannst jetzt noch zurückziehen. Nee, ohne Witz, lass uns das jetzt machen. Wir hatten jetzt aber auch noch ein ganz anderes Problem. Alter. Erinnerst du dich noch an Mitarbeiter XY, der sich betrinken sollte wegen Unzurechnungsfähigkeit? Nein. Er hat die Aufgabe zu ernst genommen. Oh Gott. Du gehst einfach da nach hinten, wo du keinen störst und gehst quasi in die Richtung, ja?
der hat gar nichts mehr gerafft. Ne? Maximaler Kontrollverlust. Oh, ist er, Mann, nein, Frank. Ja. Ich bin gerade ein schlechter Tag. Komm, Frank, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Oder? Es ist eigentlich, es ist. Stimmt, ja. Unverantwortlich. Ja, total. Sehr beruhigend, vor allem wenn man so vor einer Pistole sitzt. Basti, kannst du bitte nicht immer meinen Namen sagen? Okay, sorry. Das ist auf jeden Fall absolute Impro-Nummer mittlerweile. Naja, aber es wird am Ende ja nur noch jemand angeschossen. Mitarbeiter XY, alles gut bei dir? Alles gut. Alle bereit? Dann ging's los. Und bitte! Ich bekomme also ein Messer in die Hand, muss eine Tafel vorlesen, indem ich eine Drohung äußere. Sie da mit der Maske, hören Sie her. Ich werde jetzt mit diesem Messer einen gegenwärtigen Angriff im Sinne des Paragraphen 32 Absatz 2 StGB auf Ihre körperliche Integrität verüben. Frank! So! Huhn! Frank Huhn! Frank torkelte irgendwann zu diesem Huhn. Ich gehe jetzt los. Ja. Weil er mich bedroht hat, oder? Frank, geh zum Huhn. Hol das Huhn, Frank. Was denn für ein Huhn? Und es hat sich so dermaßen in die Länge gezogen. Was soll ich jetzt hier mit dem Huhn? Du musst das Huhn rausnehmen auf den Tisch, wie ich es dir erklärt habe. Mach ich nicht. Was keiner bedacht hat, Frank hat Angst vor Hühnern. Okay, Frank. Warte mal. Schnell, Frank. Warte mal. Ich will hier keine Zeit, das muss schnell gehen. Frank, nicht so langsam. Frank, konzentrier dich. Nein. Frank, auf den Tisch, nur auf den Tisch. Ja. Also Frank hat es dann endlich geschafft, dieses Huhn auf den Tisch zu setzen. Ich sehe dieses Huhn, wie das ganz zielstrebig auf diesen Auslöser zugeht. Du hast doch auch eine Verantwortung, du. Also ich meine. Ich war sowas von aufgeregt, mein Herz hat gepumpt. Und wirklich eine Millisekunde, bevor das Huhn diesen verkackten Auslöser drückt, kommt Basti. Stopp. Und bricht das ganze Prozedere ab. Was? Was heißt wir stopp? Wir können das nicht machen. Du kannst dir nicht den Arm abschießen lassen. Ich dachte, im letzten Moment ziehst du zurück. Ey, das geht. Wollt ihr mich verarschen oder was? Und dann stellte sich heraus, dass die nicht damit gerechnet haben, dass ich das durchziehe, dass ich mich wirklich jetzt anschießen lassen möchte. Das ist zu hart. Du hast doch gesehen, wie das in das Steak da reingeflogen ist. Also du hättest es wirklich gemacht. Ich hätte es gemacht, ja. Ich habe das natürlich besprochen. Ich habe gesagt, wenn er das wirklich durchziehen will, dann muss irgendwann einer kommen und es abbrechen. Sebastian, wenn er das aus irgendeinem Grund jetzt trotzdem durchziehen will, dann brichst du das natürlich ab. Ne? Na gut, wenn du meinst. Das ist jetzt passiert. Ich habe hochgepokert. Leider. Ja, was machen wir jetzt? Aufgabe nicht erfüllt wahrscheinlich jetzt, oder? Ich weiß nicht. Da muss man Klaas wird jetzt sagen, ja, Aufgabe ist ja nicht erfüllt. Ich konnte diese Aufgabe letztendlich gar nicht erfüllen, weil Klaas mir nicht die Möglichkeit geboten hat, diese Aufgabe durchzuziehen. Ist jetzt halt die Frage, wie das gewertet wird jetzt. Ne? Wie? Das werden wir jetzt hier nicht lösen, das machen wir jetzt im Studio.